Als ich eines Morgens durch die ruhigen Felder Hyrules lief und gegen einen Wächter kämpfte, ist etwas Merkwürdiges passiert. Mitten im Kampf hat sich der Wächter entschieden, mich nicht mehr anzugreifen und mir sogar wie ein Hund zu folgen. In diesem Video zeige ich euch, wie ich dieses Phänomen geschafft habe und mit welchem Trick euch das auch gelingt. Um einen Wächter freundlich zu machen, braucht ihr nur zwei Dinge, das Stasis-Modul Plus und Urbosas Zorn. Ihr müsst also Vanaboris, den Wüstentitan, besiegt und somit die Gerudo gerettet und das Stasis-Modul bei Pucha aufgewertet haben. Wenn ihr euch einen Wächter als euer zukünftiges Haustier ausgesucht habt, dann setzt Urbosas Zorn auf ihn ein und macht danach sofort Stasis Plus auf ihn drauf. Und siehe da, wenn er nach dem Schock wieder zu sich gekommen ist, seid ihr die allerbesten Freunde. Das klappt selbstverständlich auch bei allen anderen Wächtern, Fliegenden, aber auch Geschützen. Nur bei Wrax nicht, da sie solche Lappen sind, dass sie von Urbosas Zorn sofort sterben. Was ihr danach mit ihnen anstellt, ist euch überlassen. Ihr könnt sie erledigen, sie einmal die Woche besuchen kommen, wobei nach Beenden des Spiels bricht der Glitch ab. Oder ihr macht es wie ich. Ihr setzt einen Eisblock unter ihn, geht in die Zeitlupe und spielt tolle Spiele mit ihm. Hui! Solltet ihr das machen, wird er sogar wie ein Hund wieder zu dieser Stelle zurückkommen und will das Ganze ein zweites Mal machen. Ja, wer ist ein guter Wächter? Wenn ihr wirklich alle wertvollen Dinge im BOTW haben und eure Rüstungen praktisch im Minuten Tag gratis aufleveln wollt, dann solltet ihr euch dieses Video hier unbedingt anschauen, denn in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach jedes Item in BOTW bekommen könnt, das ihr wollt. Nutzt ihr diesen Trick, könnt ihr euch ungelogen hunderte Spielstunden sparen. Damit vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe euch im nächsten Video.